Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Basiswissen-Video. Ich bin der Flo vom Pomade-Shop und ich möchte euch heute mal ein bisschen was über Haaröl erzählen. Ich habe mir schon mal ein paar hier hergestellt. Das sind jetzt insgesamt 4 Stück, die ich hier stehen habe. Zum Beispiel das vom Bone Crusher, was ja inzwischen eigentlich primär als Beard Oil, also Bartöl, deklariert ist. Aber hier unten steht trotzdem noch Hair Oil. Die ganz Schlauen unter euch wissen, dass früher Groß Hair Oil drauf stand. Es gibt zum Beispiel von Jay Slow noch das Top Coat High Gloss Haaröl. Es gibt von Free Flowers bzw. Tres Flores die Flüssigbrillantine, genauso wie von Brillantina Linetti, wo jetzt gerade der Deckel fehlt. Ich habe es schon mal aufgeschraubt, weil damit werde ich gleich noch ein bisschen was zeigen. Wozu ist ein Haaröl gedacht? Also natürlich, wie ihr schon seht, ist ein Haaröl flüssig. Es basiert meistens auf Mineralöl, aber oft auch auf pflanzlichen Ölen. Das hier zum Beispiel, das von Jay Sloan ist, basiert, soweit ich weiß, basiert, steht extra hier drauf, auf Arganöl. Und ist eigentlich für zwei Sachen gut, nämlich einmal für Trockenheitsvorbeuge, also gegen Trockenheit, und Glanz in die Haare zu bringen. Und da fängt es erstmal mit Punkt 1 an, der Trockenheit von Haaren vorbeugen. Das ist was tatsächlich auch für die Damen super interessant ist, und ich kenne das tatsächlich auch eigentlich primär aus der Damenwelt, nämlich zum Beispiel von meiner Freundin. Die hat von Natur aus relativ trockene Haare und macht dann manchmal, nachdem sie sich die Haare trocken geföhnt hat, einen ganz kleinen Spritzer, ein paar Tropfen Haaröl in die Hände, verteilt es zwischen den Fingern, dass sie nur so leicht benetzt sind, und geht dann so durch die Haare durch und kniet das so ein bisschen auch in die Spitzen ein. Das ist wirklich dann dazu da, dass die Haare nicht mehr ganz so trocken wirken, vor allem, dass dann die Spitzen nicht mehr so viel Spliss haben, sondern dass sie versiegelt werden. Das ist halt ganz wichtig, dass man dabei beachtet, dass man nicht zu viel Öl nimmt. Man möchte ja nicht, dass die Haare vor Öl triefen und dann hier an der Schulter festkleben. Das wäre natürlich nicht so schön. Also Punkt 1 ist der Trockenheit vorbeugen. Also dass man die Haare, dass sie nicht mehr so strohig aussehen, dass sie so ein bisschen gesünder wirken, so ein bisschen natürlicher, ein bisschen leichten Glanz kriegen. Stichwort 2 ist Glanz, zusammen mit einer super festen Pomade, um die mehr zum Glänzen zu bringen. Dass man erst die Pomade nimmt, damit die Frisur fertig stylt, und danach, wenn man noch mehr Glanz haben möchte, weil je fester die Pomade, desto weniger Glanz ist ja oft in der Regel, nimmt man auch so ein bisschen Haaröl, verreibt es zwischen den Fingern und geht dann so ganz leicht, ohne die Frisur darunter kaputt zu machen, über die Haare drüber und gibt den Haaren so ein bisschen mehr Glanz noch. Kann man auch mit einer weichen Pomade machen, das kennt ihr ja bestimmt. Glanztopping haben wir ja schon öfter mal erwähnt und erklärt. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Es soll ja nur ein leichter Glanz dazukommen, weil nämlich das andere Problem ist, dass das Haaröl die feste Pomade so ein klein bisschen aufweicht. Das heißt, ihr wollt ja nicht, dass dann da der Halt so ein bisschen flöten geht. Ein weiterer Punkt, wie man Haaröl benutzen kann, den habe ich euch jetzt auch hier oben verlinkt, ist zum Pomade auswaschen. Das mache ich zum Beispiel immer ganz gerne, wenn ich mal zum Beispiel einfach mal meine Haare entfetten möchte, weil ich zum Friseur gehe oder einfach mal so zwischendurch, tue ich mir meistens eine relativ große Menge dann Haaröl in die Haare und verreibe es dann mit der Restpomade, die noch drin ist, lasse es ein bisschen einwirken, tue dann Shampoo dazu, lasse es dann nochmal ein bisschen einwirken, schäume es auf und spüle es aus. Und dann ist spätestens, wenn ich das zweimal gemacht habe, ist wirklich komplett alles draußen. Dann sind die Haare noch so ein bisschen so mit einem ganz, ganz leichten Ölfilm vielleicht noch drauf. Das fühlt sich aber ganz angenehm an und sie sind auf jeden Fall ölfreier, als sie noch mit der Pomade drin waren. Und jetzt zeige ich euch noch eine Anwendung, die ich inzwischen ganz gerne mache. Nämlich, wo ich gerade schon gesagt habe, zum Friseur entfette ich meine Haare. Das heißt, ich benutze dann auch so 3 Tage vor dem Friseur, fange ich an, wasserbasierte Pomade zu benutzen. Ich bin eher so der ölbasierte Typ. Ich benutze wasserbasierte Pomade nur relativ selten, eben dann, wenn es zum Friseur geht. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich das nicht so gerne habe, dass die Pomade so austrocknet, dass die ja trockener wird als natürlich eine ölbasierte, dass die Haare sich nicht mehr so gut nachkämmen lassen. Aber da habe ich einen kleinen Trick gefunden, nämlich mit Kombination mit Haaröl. Das heißt, ich werde mir jetzt meine Frisur in 2 Bereiche aufteilen, meine Haare, die sind fast pomadefrei, und werde wasserbasierte Pomade normal benutzen, also ohne irgendwas vorher, und dann einmal wasserbasierte Pomade, nachdem ich mir vorher Haaröl drauf gemacht habe. Und dann werden wir einen Cut machen. Ich würde das Ganze mal ein bisschen setzen lassen. Und dann prüfen wir, welche Seite sich noch gut durchkämmen lässt und welche nicht. Und zwar fange ich jetzt einfach mal an. Heute werde ich mir einen Mittelscheitel ziehen, einen schnellen, weil das so dann am besten geht. Ist jetzt nicht so meine
meine Wunschfrisur, aber dafür klappt es, dann funktioniert das ganz gut so. Und ich nehme heute jetzt als erstes mal die Uppercut Deluxe Waterbase Pomade. Ist eine Pomade, die sehr fest ist, die dafür bekannt ist, sehr schnell anzuziehen und einen sehr kräftigen Halt zu bieten. Und da nehme ich jetzt mal einen ordentlichen Batzen und arbeite den ganz pur und ohne Vorbehandlung meiner Haare in diese Seite hier ein. Nur in diese Seite. Da nehme ich jetzt hier die Haare weg. Wie meine Frisur jetzt heute aussieht, ist jetzt erst einmal egal. Ich will euch wirklich nur den Nutzen davon zeigen. Ich könnte mir jetzt so eine richtig schöne Ace Ventura Frisur eigentlich machen, wie ihr schon seht. Es ist halt einfach die Uppercut Deluxe ist halt einfach eine der stärksten wasserbasierten Pomaden, die wir haben. Das seht ihr hier. Ich kann mir so ein richtiges Brett zur Seite wegstellen, aber ich werde mir das jetzt schon so ein bisschen anlegen. Oh, merke ich schon beim Durchkämmen, dass das echt eine zähe Geschichte wird. So. Einfach nur schnell mal die Schnelle. Ein bisschen um die Seite noch gehen. So. Die Haare hier sind noch locker flockig. Die sind jetzt schon mit Uppercut Deluxe Pomade voll. So, und jetzt geht's ans Haaröl. Ich habe mir hier schon, wie gesagt, das Brillantina Linetti vorbereitet. Oder die Brillantina Linetti, die Flüssigbrillantine, also das Öl. Und davon gebe ich mir jetzt so ein bisschen was in die Hand. Hoppala, das ist sehr flüssig, da müsst ihr aufpassen, dass das nicht runterläuft, und gebt davon was in die Haare. Wichtig ist hier zu beachten, das ist jetzt eine Anwendung, die auf jeden Fall auch nur für Leute gedacht ist, die kein Problem haben damit, dass die Haare sehr stark glänzen, weil diese Technik auf jeden Fall einen kräftigen Glanz bringt. Ich nehme nämlich jetzt nochmal ein bisschen Haaröl hinterher. Ziel ist jetzt von mir, dass ich meine Haare einmal so komplett mit Öl umschließe. Und was dann nämlich der Nutzen davon ist, ist, dass die wasserbasierte Pomade dann nicht mehr so fest trocknet, weil das Öl das verhindert. So ein bisschen kann man das auch mit einem Hair Tonic mit Öl erreichen, diesen Effekt. Allerdings nicht ganz so sehr, dass dann die Pomade nicht so fest trocknet, also mit einem Haaröl bleibt sie noch geschmeidiger. Deswegen bin ich da inzwischen bei den Haarölen ganz gerne. So, und jetzt gehe ich wieder mit der wasserbasierten Pomade ran. Nehme wieder einen schönen Finger voll. Reibe den und gehe jetzt in die eingeölten Haare rein. Wichtig zu erwähnen dabei ist auch, dass ihr so ein bisschen vom Halt einbüßt von der Pomade. Aber je nachdem, wie viel Haaröl ihr nehmt, ist das nicht sehr viel. Aber es wird tatsächlich so, die Haare werden so ein bisschen schwerer, die werden so ein bisschen geschmeidiger. Und dadurch, dass halt die wasserbasierte Pomade jetzt nicht mehr so fest trocknet, ist natürlich auch klar, ist halt dann was vom Halt auch weg. So. Ich schaue jetzt relativ dämlich aus mit meiner Frisur. Das ist nicht die Frisur, die ich normalerweise trage, aber es ist mir jetzt erstmal relativ egal. Wir machen jetzt hier gleich einen kleinen Cut. Hier, wie gesagt, die wasserbasierte Pomade in trockenes Haar, in unbehandeltes Haar, und hier die wasserbasierte Pomade auf eingeöltes Haar. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir so einen kleinen Durchkämmtest und dann schauen wir mal, welche Seite sich leichter durchkämmen lässt. Also dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ungefähr so 20 Minuten bis halbe Stunde gewartet und die Pomade mal trocknen lassen im Haar. Wie gesagt, hier die wasserbasierte pur, hier die wasserbasierte mit Öl drunter. Und wir machen jetzt mal den kleinen Kammtest. Kurz vorher seht ihr vielleicht schon, hier ist es ein bisschen matter als hier. Hier klar mit dem Öl. Wasserbasierte Pomaden werden ja generell über den Tag hier ein bisschen matter. Aber jetzt gucken wir mal, wie es im Kämmen ist. Ich fange jetzt mal mit der Seite hier an. Sie ist ziemlich fest, noch nicht ganz hundertprozentig trocken. Ich versuche jetzt mal hier durchzukämmen. So. Ja, ist zäh. Ist zäh und tut auch ein bisschen, ja nicht wirklich weh, ja doch, zieht schon ein bisschen. Geht aber noch, das mag aber auch daran liegen, dass ich auch ein bisschen Build-up noch in den Haaren drin hatte. Vielleicht so minimal. Vielleicht wäre es besser, dann den Kamm tatsächlich anzufeuchten. Dann würde man besser durchkommen. Also ist auf jeden Fall, man kann noch durchkämmen. Ist nicht ganz fest getrocknet, aber zieht ordentlich. Und jetzt gehen wir mal in die Seite mit dem Haaröl rein.
Hier ist auch Widerstand da, aber es ist deutlich einfacher hier durchzukämmen. Deutlich entspannter. Der Glanz geht auch nicht weg, wenn man durchkämmt. Nur ganz leicht vielleicht. Ja, so ein bisschen schon. Aber es ist deutlich angenehmer hier durchzukämmen. Viel, viel geschmeidiger sind die Haare. Und das Schöne ist, ich möchte die Pomade ja komplett auswaschen können, deswegen benutze ich ja die wasserbasierte, damit dann mein Friseur möglichst produktfreie Haare hat, um mir die Haare problemlos schneiden zu können. Haaröl ist jetzt nicht so wie klassische ölbasierte Pomade, dass die im Haar ordentlich hängen bleibt oder kleben bleibt, sondern das wäscht sich jetzt mit der wasserbasierten Pomade super aus. Und noch ein Vorteil dazu ist dann, dass sich dann die Haare danach nicht strohig oder ausgelaugt anfühlen, weil nämlich noch dieses ganz, ganz leichte, minimale Menge an Haaröl bleibt im Haar noch zurück, genauso wie bei dem Pomade-Auswaschvideo, dass das Haar so ein bisschen, ja, konditioniert, könnte man schon sagen, so ein bisschen geschmeidiger macht. Aber an sich sind die Haare dann relativ oder quasi komplett produktfrei und können dann vom Friseur super geschnitten werden. So, also Haaröl, oft unterschätzt, eigentlich ein ziemlich geiles Produkt, ist bei mir standardmäßig zu Hause immer, habe ich immer eins da. Super Produkt, um die Haare zu pflegen, um sie weniger strohig wirken zu lassen, um zusätzlichen Glanz in die Haare zu bringen, um Pomade auswaschen zu können oder, wie ich jetzt hier gezeigt habe, um wasserbasierte Pomade länger geschmeidig zu halten. Das war's von mir. Wenn ihr noch weitere Tipps habt oder andere Wege, wie ihr Haaröl anwendet, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und am besten noch ein Abo und die kleine Glocke drücken, da würden wir uns sehr freuen. Schaut doch mal auf unserer Facebook- und Instagram-Seite vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich mit einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo.